Siri Fischer, Sie haben eben gerade den IGM Digimonitor präsentiert. So, was ist Ihr Highlight, Ihr Finding, was Sie am meisten fasziniert hat? Ja, also schon überraschend war, dass dieses Jahr Teletext, Radio und Kino, also die klassischen Medien, wieder ein Revival hatten. Und natürlich auch, dass wir jetzt mit den Politikinteressierten noch genauer anschauen können, wie sich Leute, die sich für Politik interessieren oder eben auch nicht, wie die unterschiedliche Medien nutzen. Genau, das wäre dann eine Frage gewesen. Wahlen stehen bevor. Und jetzt, wo bewegt sich die Politikinteressierten? In welchen Medien? Vor allem die jüngeren Politikinteressierten nutzen überraschend viel Angebote von der SRG, sei es auf der Webseite von SRF, RTS oder RSI. Sie hören mehr Podcasts, sie nutzen aber auch mehr ChatGPT als Nicht-Politikinteressierte. Jetzt ist TikTok nicht mehr die jüngste Plattform. Wer hat den Platz übernommen? BeReal ist momentan die jüngste Plattform mit einem Durchschnittsalter von 21 Jahren. Gefolgt von Snapchat und TikTok ist quasi dann erst Nummer 3 bis 4, je nachdem, ob man Discord noch, auch noch zu den Social Media Plattformen zählt oder nicht. Andreas Weiss vom Medienschneider, Sie haben sich zu Trendthemen geäußert. Jetzt gibt es einen Senkrecht-Starter. Wer ist das? Spoiler, Metaverse ist es nicht, es ist ChatGPT von 0 auf 16%, also schon 1 Million Nutzer. Was besonders lustig und interessant ist, sie haben 49% Nutzer bei Auszubildenden, also ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Nein, Sie haben sich schon ein bisschen vorweggenommen. Meine nächste Frage, ja, wo bewegt sich dann Skype, der Metaverse? Ja, Metaverse liegt nach wie vor bei 1%. Also ich sag mal, ist noch viel Luft nach oben. Ist die Frage, ob es dabei bleibt, dass da Luft nach oben ist oder ob das tatsächlich dann irgendwann tot ist. Das sagen auch manche. Ich persönlich bin jetzt nicht davon überzeugt, dass das nächstes Jahr durchstartet. Jetzt haben die auch das Schweizer Nachrichtenportal angeschaut. Vielleicht das Finding da oder so. Ja, was man sehen kann, ist, dass sehr viele Menschen, die Online-News lesen, das tatsächlich auf Schweizer Nachrichtenportalen tun. Und es gibt auch eine gewisse Korrelation mit Einkommen. Das heißt also, je mehr Geld man verdient, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Schweizer Nachrichtenportal nutzt. Das heißt, das ist durchaus ein attraktives Vermarktungsargument für die Schweizer Nachrichtenportale. Online-Einkaufsverhalten haben wir auch abgefragt, haben Sie auch analysiert und präsentiert. Wie sieht es da aus? Genau, da gibt es eine interessante Entwicklung. Und zwar hat man gesehen, dass fast alle Sachen gestiegen sind durch Corona. Auch das Online-Einkaufen von Lebensmitteln hat einen Schub bekommen. Da haben wir jetzt aber ein Plateau erreicht. Das heißt, da kommen jetzt nicht mehr sehr viele Nutzer dazu, obwohl man lesen kann, dass die Umsätze durchaus noch steigen. Aber die Anzahl der Menschen, die das machen, die ist jetzt nicht unbedingt gewachsen in den letzten ein, zwei Jahren. Bargeldloses Bezahlen ist auch nach wie vor das bargeldlose Zahlen. Haben wir auch analysiert und damit die Form Twint. Genau, Twint hat wahnsinnig viele Nutzer hinzugewonnen, eigentlich eine extrem steile Erfolgsgeschichte. Ich glaube, die liegen jetzt bei 60% insgesamt in der Schweiz und man sieht, es geht in Richtung bargeldlose Gesellschaft. Das ist sicher noch nicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr der Fall, aber von der Nutzerschaft werden es immer mehr. Wer sind die First Mover, wenn es um neue Anwendungen geht? Das sind meistens eher Männer und eher jüngere Personen und je mehr Nutzer einen Dienst oder eine Plattform für sich gewinnen kann, desto mehr Frauen und Ältere entdecken das dann auch für sich. Also das ist was sich dann nivelliert mit der Zeit. Samuel Farni von Admera Ringe Advertising, Fokus Video in allen Formen, das war Ihre Analyse vom IGM-Monitor. Digimonitor. Es handelt sich dabei um Formen, die länger als 30 Sekunden sind. Das ist wichtig zu sagen. Bewegtbild. Ja, was sind die wichtigsten Entwicklungen? Ja, wir haben Trends wieder drin, gerade im TV-Bereich mit den Replay-Ads. Und das ist
sehr spannend von dem her auch, weil wir uns da müssen überlegen, wie können wir das in der breiten Bevölkerung befragen. Also wir kommen da immer so aus der Seite Forscher, Seite Medien auch. Also wir sind alles eigentlich Fachexperten und müssen nachher uns Gedanken darüber machen, wie können wir so etwas so abbilden mit einer Befragung im IGM Digimonitor. Also der Replay-Ad ist das eine, ein weiterer Trend, der international sehr ja, intensiv besprochen wird, ist das CTV, das Connected TV. Und der dritte Bereich ist das Video on Demand auf Plattformen, die kostenpflichtig sind. Sie spürt man sehr intensiv im Moment, gerade im Sportbereich, wo viel mehr Content im Paid-Bereich verlagert wird. Jetzt haben wir YouTube und Netflix auch noch spezifisch angeschaut. Netflix ist geschrumpft. Wieso? Sie haben dort auch über zwei Herausforderungen geredet. Ja, das ist richtig. Also jetzt zählen YouTube, TV und Netflix eigentlich so den drei grossen, fast die grössten und auch relevantesten Videoplayer-Kanäle. Und Netflix, da sehen wir, es ist rückläufig und das eben auch in der jungen Zielgruppe. Also dort kann man davon ausgehen, dass die Konkurrenzsituation im VOD-Bereich Paramount Plus sehr stark unterwegs so jetzt in der Werbung Sky mit ihren Diensten Disney Plus, wo ihr Angebot sukzessiv ausbaut, dass das Netflix schon ein bisschen zu arbeiten macht. Das ist die Nutzerbasis. Das Zweite ist, dass man beobachten kann, dass es Netflix nicht gut gelingt, quasi die Leute, die nachher in Nutzerbasis sind, in dem sogenannten weitesten Nutzerkreis, die auch dazu zu bringen, dass sie täglich auf den Dienst zugreifen. Also es scheint sich nicht im täglichen Usage von den Leuten zu etablieren, Netflix. Also man macht es zwar, aber es ist mehr vielleicht etwas für am Wochenende und nicht etwas für jeden Tag. Vielleicht fehlt dort ein bisschen so der ganze News-Bereich, die Sachen, die eben täglich nachher auf das Portal locken. YouTube, Sie haben gesagt, YouTube ist älter geworden und YouTube fliegt bei den ganz Jungen. Genau, das ist richtig. Eigentlich haben wir die Beobachtung, dass wenn ein Dienst älter wird und quasi in den Altersschnitt reinrutscht, der Altersschnitt ist im Median bei 50 Jahren, im Durchschnittsalter ist es bei 49 Jahren jetzt über die Leute, die hier in der Studie abgebildet sind. Da sieht man, wenn man gegen die 50 sich zubewegen kann, dann wächst man eigentlich und bei YouTube passiert das nicht. Und das ist eben, weil YouTube bei den ganz Jungen letztes Jahr noch bei 95% Verbreitung war und dieses Jahr ist man runtergefallen von 95% auf 88%. Das scheint dort eine Konkurrenz bei den ganz Jungen für YouTube zu geben. Im Videobereich vielleicht sind es die ganz kurzen Formate, die aus dem Social Media kommen, aus TikTok und Instagram-Ecke. Jetzt TV ist sehr stabil. Ja, TV ist sehr stabil. Beobachten wir eigentlich jedes Jahr immer wieder die Stabilität von TV. TV hat auch noch andere Vorteile als die Stabilität. Also TV klingt auch sehr gut aus der Nutzerbasis allgemein. Zu konvertieren quasi die tägliche Nutzung, also zwei Drittel von den Nutzern von TV, die nutzen das so täglich. Und dort kommt der ganze, ja ich denke auch News, Meteo, die ganzen Inhalte spielen dort eine sehr wichtige Rolle, für nachher die Nutzer auch zu einer täglichen Nutzerschaft zu machen. Und was auch noch dazu kommt bei TV, das sieht man mit den MediaPulse Streaming Data, ist die Leute, die da mal drauf sind. Die bleiben sehr lang. Also die Verweildauer im TV, wenn man sich dazu entschieden, TV zu schauen, die ist hoch. Jetzt Replay-Ads, vielleicht auch dazu Ihre Erkenntnis aus dem Digimonitor und Ihre Einschätzung? Genau, Replay-Ads ist noch schwierig zu befragen im Moment. Also wichtig ist, dass wir da mal einfach auf den Kreis gehen von Leuten, die überhaupt zeitversetzt TV nutzen, weil alle anderen Leute lassen sich nicht mit Replay-Ads kontaktieren, also da können wir keine Werbekontakte machen. Und was wir im Moment noch beobachten, wir haben sehr viele Leute, die die Aussage machen, sie können immer noch Werbung überspulen. Also das heisst, auf den Leuten, die man eigentlich im Timeshifted Viewing vom TV
im Replay hat, klingt es noch nicht ganz, die wirklich alle nachher mit Werbung zu bespielen, die unüberspulbar ist. Also die Meinung, dass man noch überspulen kann, ist im Moment noch sehr weit verbreitet. Jetzt, was hat Sie aus dem Kosmos-Bewegtbild am meisten überrascht, jetzt im Zusammenhang mit Digimonitor? Ja, nicht überrascht, sagen wir es so. Teletext ist die grosse Überraschung. Die Frage ist, ob das Bewegtbild ist. Das hat uns wirklich alle überrascht, wie gut das Teletext performt hat dieses Jahr. Und das YouTube ist zurückgegangen, ist doch auch eine Überraschung gewesen. Die zweite Überraschung, was sich für mich so ein bisschen gibt, ist das Vergleichen von den YouTube-Werten in der Daily Usage, die wir haben von der Mediapulse, das Vergleichen mit dem Digimonitor. Dort denke ich, dort ist auch Spannendes dahinter, wo sich lohnt, noch ein bisschen genauer reinzuschauen. Und sonst, was ich echt sehr spannend finde, ist das können beobachten von dem Connected TV-Bereich in der Schweiz, wo sich eben zeigt, der ist gar nicht so relevant in der Schweiz, so wieder so ein Zweck ins richtige Licht zu bringen, sodass wirklich mit dem Digimonitor sehr gut aufgezeigt werden kann. Die Set-Top-Boxen haben in der Schweiz die viel größere Relevanz, als dass man ein TV-Gerät direkt mit dem Internet verbindet. Also Connected TV für die Schweiz sicher mal gut eingeordnet dieses Jahr durch den IGM Digimonitor. Set-Top-Box als eine Schweizer Eigenheit, wie so viele Schweizer Eigenheiten, die wir heute auch wieder gesehen haben in der Analyse. Vielen herzlichen Dank, Herr Farni. Merci vielmals. Sie haben von einem breit abgestützten Wachstum im Audiobereich geredet. Jetzt, wo ist am meisten passiert? Am meisten, also einen Aufwärtstrend sieht man sicher bei den Podcasts. Da sind, wenn wir jetzt dieses Jahr zum ersten Mal den Vergleich können ziehen zu letztem Jahr, und das sind 270'000 Nutzerinnen und Hörerinnen dazugekommen. Das zweite ist Spotify, das bei der jungen Zielgruppe sehr beliebt ist. Und ja, auch dort haben wir 75% der Bevölkerung, die mindestens gelegentlich hören. Bei den Jungen ist dort wirklich der Hauptanteil. Auch erfreulich ist, dass bei Radio die Nutzung gestiegen ist, eigentlich sowohl bei den Älteren als auch bei den Jüngeren. Das ist sicher ein schönes Ergebnis, dass Radio hat können auch bei den jüngeren Zielgruppen zulegen. Jetzt, was hat Sie persönlich am meisten überrascht? Ja, ich würde schon sagen Radio, weil die Nutzung, also die Werte sind eh schon sehr hoch, und dass man gleich nochmal zulegen konnte, bei einem klassischen Medium wie Radio, ist sehr erfreulich. Und eben auch, dass dort bei der jungen Zielgruppe ein Anstieg feststellbar ist. Genau, wir haben ja gehört, eben mit Radio-Audio-Kombi erreicht man 97% der Bevölkerung. Mhm. Also von daher, ja, gute Entwicklung. Vielen herzlichen Dank. Danke auch. Merci. Maria Isabel Koch von der WEM. Sie haben uns Social Media Takeouts aus dem IGM Digimonitor präsentiert. Jetzt, wer ist am stärksten gewachsen? Am stärksten gewachsen ist TikTok. Die sind seit 4 Jahren bei uns und sind jetzt mittlerweile schon auf einer Nutzerschaft von 1 Million. Und auch Pinterest und Instagram sind die 3 Plattformen, die seit mir messen, in dem sie am stärksten gewachsen sind in der Schweizer Bevölkerung. Instagram hat sich ja sehr gut entwickelt. Jetzt vielleicht zu Instagram noch 2-3 Worte. Instagram ist die Plattform, die natürlich hauptsächlich von Jungen genutzt wird. Insbesondere von den 15- bis 24-Jährigen sehr stark. Und sie haben sehr hohe tägliche Nutzung. Das hat man schon gesehen. Also die Nutzerschaft, die tägliche Nutzung innerhalb von der Nutzerschaft insgesamt ist sehr hoch. Jetzt noch allgemein nach Alter. Social Media, man ist immer so klassisch sagen, Social Media, das ist etwas für die Jungen. Jetzt aber, das ist auch ein bisschen wieder leid. Es gibt durchaus auch immer mehr Ältere in der Bevölkerung, die Social Media nutzen. Also man sieht aber schon, dass Social Media insgesamt eigentlich grundsätzlich eher von Jüngeren genutzt werden. Es wird auch, also gewisse Plattformen sind im Schnitt eher älter. Das ist zum Beispiel Xing ein Beispiel oder LinkedIn, wo auch eher gegen die 50 geht.
Jetzt haben Sie auch noch zum Thema Influencer etwas gesagt. Mhm. Ich finde das Fazit dazu aus dem Digimonitor. Mhm. Also ist jetzt mehr als jeder Dritte folgt einem Influencer in der Schweiz und da sieht man ein sehr starkes Altersgefälle. Also es ist dann so ab 30 geht es rapide zurück. Und was wir auch gesehen haben, ist, dass die Politikinteressierten weniger Influencer folgen. Das Gamen ist ja immer etwas, was immer unter dem Radar fliegt. Mhm. Im Gamen haben wir auch spannende Findings. Mhm. Also Gaming ist insgesamt die Hälfte der Bevölkerung gamed und das sieht man vor allem insgesamt von der täglichen Nutzung quer durch alle soziodemografischen Strukturen durch. Ist das jeder Fünfte, der täglich gamet, was eher ein hoher Anteil ist. Vielen herzlichen Dank für die Auskunft.